And our top news today, Kim Kardashian has a new dog. Now in other news, DJ Music had a concert last night and fell off the stage. More Sourcegate revelations today with Angela Merkel's shock admission that she prefers mayonnaise to tomato ketchup. So this is a big problem, this is why we are very well done up right now. Der 3. Mai ist der internationale Tag der Pressefreiheit. Auf der ganzen Welt werden immer noch Journalistinnen und Journalisten wegen ihrer Arbeit verfolgt, bedroht, manchmal eingesperrt, manchmal sogar umgebracht. Der Journalist und der Défenseur des droits humains meurt pour avoir parlé, écrit ou dessiné. Vi måste se till att journalister och medborgare ska kunna säga det de vill utan att bli straffade för det. Új szabályokra van szükségünk, amelyek biztosítják az újságírók és a közérdekű bejelentők jogait egyaránt. Wir müssen vertrauliche Quellen und Whistleblower endlich effektiv schützen, damit Journalisten Transparenz schaffen und Unternehmen und Regierungen zur Verantwortung ziehen können. Ohne Medien- und Meinungsfreiheit gibt es keine demokratische Debatte und Berichterstattung würde aussehen wie die Geheimdokumente, mit denen wir es oft zu tun haben. Maailman ensimmäinen julkisuuslaki on vuodelta 1766 ja sen sai aikaan suomalainen Anders Chydenius. Freedom of information laws make sure that politicians like me and public bodies are accountable, but we need to extend them to private organizations as well. Det är viktigt att säkra rätten till information, men EU:s nya lagar om företagshemligheter underminerar den. La concentration des médias entre les mains de quelques grands groupes financiers et de mania de la presse et la dépendance toujours croissante à la publicité crée des formes plus insidieuses, mais tout aussi dangereuses, de censure. To empower everyone to participate in democracy, we have to give them access to impartial information and the tools to make themselves heard. Kämpfen wir also gemeinsam für Presse, Meinungs- und Informationsfreiheit. Dus, we moeten onderzoeksjournalistiek beschermen en onafhankelijke media helpen, zodat wij geïnformeerde debatten kunnen voeren. French president François Hollande today decided to single-handedly tackle climate change by cycling to work. Enough!